Ja, vielen Dank, lieber Friedrich, herzlichen Glückwunsch schon mal. Ich darf Ihnen jetzt Kollegen Friedrich kurz vorstellen. Professor Pascal Friedrich forscht im Bereich des computergestützten Materialdesigns, einem weltweit emerging topic in den Materialwissenschaften. Sein Schwerpunkt liegt insbesondere auf dem Einsatz von Methoden der künstlichen Intelligenz, kurz KI, und des maschinellen Lernens für das Design und die Analyse neuer funktionaler Materialien. Zu diesem schwierigen Themenkomplex hat der Preisträger in den vergangenen Jahren bedeutende Beiträge geleistet. Seine Stärke ist die ausgeprägte Fähigkeit, anspruchsvolle und aktuelle Methoden zur Simulation von Materialeigenschaften zu entwickeln und auf eine große Bandbreite wichtiger und weitreichender Anwendungsbereiche der Materialwissenschaften zu übertragen. Paradigmatisch für das wissenschaftliche Œuvre von Pascal Friedrich sind seine Arbeiten zu den Photoeigenschaften von organischen molekularen Materialien. Ein Beispiel sind seine computergestützten Untersuchungen der sogenannten Cis-Trans-Photoisomerisierung von Schaltermolekülen. Sie erlauben es, Zeitskalen in photodynamischen Simulationen zu betrachten, die bislang nicht zugänglich waren. Dies eröffnet außerordentliche Möglichkeiten, wichtige und interessante Prozesse beispielsweise in Materialien der organischen Photovoltaik zu untersuchen. Insgesamt sind die Arbeiten von Professor Friedrich im Bereich des computergestützten Materialdesigns weltweit führend. Besondere Bedeutung hat das bessere Verständnis von Ladungstransferprozessen in organischen molekularen Materialien, unter anderem für das Megathema Energie. Pascal Friedrich beschränkt sich aber nicht nur auf die Photodynamik, sondern er untersucht mit Hilfe von Methoden der KI und des maschinellen Lernens das molekulare Materialdesign umfassend. Dabei wählt er innovative und vielseitige Themen aus, die anspruchsvolle und relevante materialwissenschaftliche Fragestellungen mit modernsten Methoden angehen. Seine Arbeiten haben auch gezeigt, dass Simulationen nicht nur die Entdeckung neuer Moleküle mit gewünschten Eigenschaften ermöglichen, sondern dass sich mit ihnen auch Hypothesen und oftmals bisher nur intuitiv begründete Daumenregeln in diesem Fachgebiet überprüfen lassen. Die große Bandbreite des wissenschaftlichen Interesses von Pascal Friedrich zeigt sich auch in seinen Publikationen. Er hat eine außergewöhnliche Anzahl von Artikeln veröffentlicht, von denen viele in hochrangigen Fachzeitschriften erschienen sind und die auch von einem interdisziplinären Publikum rezipiert und bemerkenswert oft zitiert werden. Gleichzeitig beschränkt er sich nicht auf ein einzelnes Fachgebiet. Er publiziert zur Photodynamik, aber auch allgemein zu Werkstoffen, zur Katalyse oder zur Synthese neuartiger metallorganischer Gerüstverbindungen, sogenannter MOFs. Professor Friedrich ist in der Wissenschaftslandschaft einer der führenden Köpfe im computergestützten Materialdesign. Er hat darin insbesondere den Weg für Methoden der künstlichen Intelligenz und des maschinellen Lernens mitgeprägt. Es ist zweifelsohne zu erwarten, dass seine Arbeiten einen nachhaltigen Einfluss auf das Feld haben werden. Mithin ist Professor Pascal Friedrich ein ausgesprochen würdiger Träger des Heinz-Meyer-Leibniz-Preises 2022. Ich gratuliere herzlich und wünsche alles Gute für Ihren weiteren Weg. So, soll ich auch?